komme zurück mit der wieder hochgefahrenen Wand von den Sims 2. Ach, fuck you. Jawohl, ich habe den letzten Part unheimlich überzogen, meine Verhältnisse. Wir brauchen Tage kein Licht. Kai sieht echt sexy aus. Und es will immer noch jemand mit ihm telefonieren. Geh mal runter, lass den Marcel mal ran. Und es sind immer irgendwie dieselben Lieder. Komisch. Christian, kriegst du wieder einen Punkt und der Tussi ruft eh gleich wieder an. Ich muss mit Christian reden. Was ist da? Das Bild ist fertig. Yes. Auf und dann rahmen wir es ein. So, wir machen das Licht hier an. Und wir begrüßen mal jemanden, nämlich Lita. Hallo Amy. Red mal mit ihm. Red mal mit ihm. Slaxi liest immer noch sein Buch. Schönes Ding. Muss auch weiter nichts machen eigentlich. Marcel trainiert. Kai teleonaniert. Telefoniert. Ja. Guck dir Marcel an. Fleißig, fleißig. Statt dass du die Post gleich, die Rechnung gleich bezahlst. Nein, du musst erstmal auf den Tisch legen. Ja, Leute, guck mal, zu viel Licht angelassen, ne? Voll die hohe Rechnung, so. Geht eigentlich 104 Simoleons. Wird hier noch mit Check bezahlt, ne? Nee, ich brauch kein Licht. Wer ruft denn da jetzt schon wieder an? Das ist zum Mäusemelken. Mann, wenn wir hier belästigt, ist ja unfassbar. Wer echt, das ist einmal für wieder von einem Sportverein. Nein, kannst du nicht. Ruf sie nicht ständig an. Gib bitte total auf den Keks. Das hielt sich für Fitness, bla bla, nein. Wieso hat Kai so ein Tuntengedöns? Sieht immer richtig schwul aus. Boah, wer nervt denn da jetzt schon wieder? Sorry, keine Zeit. Lass Marcel den letzten Punkt hier noch verdienen, der ist gleich fertig. Chris geht ans Telefon. Boah, eine Köchin oder was? Nein, kannst du nicht. Lass doch mal die Jungs in Ruhe. Eigentlich, mein lieber Slaxi, kannst du ne. Du kannst nix. Du spülst ab. Christian kann mal ein Kochbuch lesen, weil er das ja sowieso braucht. Ja, Amy, dazu kannst du abgehen. Okay. Wie das leider jedes Mal ein bisschen zu laut ist in meinen Ohren. Weiter. Weiter, die haben wir alle schon tausendmal gehört, hab ich das Gefühl.
dich auf. Jo, machst du das halt wieder. Du kannst mal ein bisschen was futtern machen. Für die ganze Crew. Christian hat was gelernt. Marcel, hört mal auf mit trainieren. Geht mal duschen. Und wartet ab. Bis Daxi mit dem Essen fertig. Wer ruft jetzt schon wieder an? Wie sind die Jungs so selbstständig und gehen alle zum selben Telefon? Ey, du bist da. Nein. Sie will mit ihm plaudern. Okay. Bahnt sich da was an? Möchte Lita eine Liaison mit Kai? Gehen wir nicht am Sack, du. Naja. Farbiges Wesen. Du kannst ruhig mit ihr plaudern. Guck mal, das Laxi frisst, der ist wenigstens vernünftig und nicht so, wie man selber auf dem Rücken macht. Christian will ins Bett. Was will die denn da? Wer ist die überhaupt? Andrea Voitilo. Geh mal wieder. Lass über den Christian das noch lesen. Toilette, Dusche. Der kann auch mal wieder ins Bett. Stopp. Das brechen wir mal ab. Und wir begrüßen Edea aus Final Fantasy 8. Ja, das soll Edea sein. Und die habe ich da die Hälfte vergessen. Aber man sieht, dass sie es sein soll. Das heißt vergessen. Es wurde mir einfach nicht angezeigt. Laxi begrüßt die Edea, wenn er denn da hingeht. Ja, steh halt einfach da und mach einfach da. Wer labert denn jetzt? Marcel geht bestimmt hin. Ja. Christian hat begeistert für Kochkurs entwickelt. Der kann jetzt. Oh, du nervst! Ey, Idea, du kannst gerne reinkommen. Kein Ding. Ja, bewundere mal mein Bild. Nein. Eflax unterhält sich mit Edea und Marcel mit Lita. So, Amy. Ach, ich wollte ja, dass Christian aufhört zu lesen. Du schnell. Ich genehmige dir einen Teller und dann geh ich schlafen. Kai, wird dir selber das Flur putzen. Ja. Amy Rose. War die nicht schon mal hier? Ja, ne? Macht Amy denn da mit Tanz? Tanzen draußen. Klar, wie laut muss ja die Musik sein, dass sie dir da draußen hören. Ich mal. Na, wenigstens unterhalten sich Marcel und Amy ganz angeregt. Also, Lita. Das ist Amy Rose, das ist Amy Dumas. Beziehungsweise Lita. Bleib bei Lita. Verstehen mehr. Die gehen aber auch ab. Boah, da geht's gleich weiter, ey.
Kai, geh mal dahin, Vincent. Vincent Valentine ist da. Jetzt geht's ja aber rund, ehrlich. Und es wird nicht unbedingt leerer. Marcel, begrüße Squall Lionheart von Final Fantasy 8. Hammermäßig. Riku! Jetzt geht's aber los. Jetzt seht ihr mal alles, was ihr nicht seht, was unfassbar eigentlich sonst nie da ist. Hey, der spült ab, Marcel. Kai geht jetzt zur Arbeit. Bei der Riku, die stinkt. Marcel pennt, Christian pennt, Saxi pennt und Kai geht zur Arbeit. Das heißt, gleich wird es sehr viel schneller. OMG. Heute ist echt voll hier. Wahnsinn. Amy war da, Idea war. Amy ist noch da. Lita, Vincent, Squall, Riku. Idea. Krass, krass, krass. Seht ihr?
Beziehungsweise kauf da noch was zu. Noch eine hier hin. Nee, nicht dahin. Soll ja auch alles halbwegs beleuchten, was es irgendwie nicht tut. Hier vors Fenster. Abspülen, futtern. Oh Mann, das ist jetzt wieder gerade ein bisschen langweilig hier. Ja, während das Laxi spült, der Marcel auch gleich wach ist. Christian auch. Ich muss echt mal im nächsten Part wirklich